And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time, we had a little chat with Mrs. Piermont here. And this is probably the one place in the game where you would probably want to play the original English version, because I would suppose that in the English version she actually is voiced by the same voice actress as the actress who voiced Mrs. Piermont in Beneath a Steel Sky. So that would have been a little bit funnier then, but the dialogue was even so quite funny. And yeah, we have learned something very important, namely that the killer, Mr. Khan, stays here as a hotel guest under the name Mona, and that he has received some documents and has put them into the hotel safe. And that he is currently not in the hotel, so we have a chance of entering his room. So we should now talk to the hotel clerk. Who seems a bit gay. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, no? Could I take a look at your safe, please? Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Was zum Beispiel? Einen Führerschein vielleicht? Ich fahre nicht. Ihr Pass? Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifiziert. Was gibt es Einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur. Okay, fair enough. Do you know a clown? Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clowns. Wenn Sie das sagen. Ich wurde gerade von einem Gorilla durch die Mangel gedreht. Ah ja? Ich sehe keinen Gorilla. Oh, kein echter Gorilla. Es war ein Typ, der wie ein Gorilla aussah. Es ist genau vor diesem Gebäude passiert. Jetzt wollen wir erstmal eines klarstellen. Beschweren Sie sich oder geben Sie an? Ich möchte wissen, was Sie jetzt unternehmen wollen. Der kleinere von den beiden hat eine Pistole. Ich würde vorschlagen, Sie gehen zur Polizei. Können Sie nichts gegen sie unternehmen? Was sich auf den Straßen von Paris abspielt, dafür kann mich wohl kaum jemand verantwortlich machen. Well, it's not exactly the streets of Paris, it is right in front of your hotel, so you might actually want to do something about this if you take your job seriously. Just saying. Stört es Sie nicht, dass Ihre Gäste von Gangstern eingeschüchtert werden? Außer Ihnen hat sich niemand beschwert, Monsieur. Haben Sie Ihnen etwas gestohlen? Ja, nein. Sie haben das, wonach Sie suchten, nicht gefunden. Wonach haben Sie denn gesucht? Keine Ahnung. Ich denke, das wussten die selber nicht. That guy seems a bit stupid. Okay. Let me show you this clown's nose then. Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Are you sure? Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Are you sure? Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Okay, he doesn't seem to know this nose. But I suppose you know the man on this photograph. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. We already know the name. Können Sie mir sagen? Oh nein, Monsieur. Diese Information ist vertraulich. Was halten Sie von diesem Werkzeug? Fantastisch, Monsieur. Ich bin sicher, Sie benutzen es wie ein Profi. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Oh, yes, please. Lieber nicht, Monsieur. Ah.
Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Ja. Yeah. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Soll ich es für Sie wegwerfen, Monsieur? Hinein, es könnte noch nützlich sein. Ich behalte es lieber. Wie Sie wünschen, Monsieur. Vielleicht würden Sie es gerne in eine kleine Plastiktüte stecken? Nein, ist schon so in Ordnung. So, this, yeah, a little bit poking at the fourth wall there. The fact that we have this apparently useless items still in our inventory and probably at the very end of the game it will play a plot important role. Danke für Ihr Entgegenkommen. Because that's the way adventure games work. Could I have your key, please? Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, non? Wie käme ich dazu? Ja. Yeah. Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Aber der Name für Zimmer 22 ist Moala. It seems that we have exhausted all the dialogue options with the clerk. We could talk to this man again, I suppose. Hallo. Und schon wieder. Hallo. Ja. Ah, there's no new dialogue. Okay. Vielen Dank für Auf Wiedersehen. Bye. Let us go up and see how we can. Well, actually. Well, we do need. We sort of need the key, though. Die Tür ist verschlossen. Yeah, I suppose all these doors are locked. Well, we... Okay, we don't have a credit card or something like this. Die Tür ist verschlossen. And probably so is this door. Die Tür ist verschlossen. Yeah. We need to get the key. And therefore we... Probably need to distract the clerk somehow. Could try to make a phone call. And yeah. Bonjour, Collard. Hi, George hier. Ich habe die Adresse des Hotels, wo der Mörder wohnt. Wenn du ihn besuchen gehst, sei bloß vorsichtig. Denk immer daran, der Typ ist ein Profi-Killer. Danke, ich werde schon aufpassen. Okay, maybe we can ask Mrs. Piermont for help. Because we really need those keys. And... Hi, ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Would you please distract the clerk, so that I can steal the key? Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann? Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Das war wohl auch so der Fall. Gute Güte. Ich träume hoffentlich. Das glaube ich nicht, Ma'am. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Ich hoffe, das ist der Schlüssel zu Morlans Zimmer. Nun ja, wie soll man sich da weigern? Mein weiblicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. It might do. Hallo? Sie da drüben? Dina? Oui, madame. Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher?
Bien sûr, Madame. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Okay, it worked, even though I think that dose of British arrogance was probably not needed in this case. Yeah, and I really ein Schlüsselring mit einem großen Messingschlüssel und einem Anhänger mit der Aufschrift Hotel Ubu. Okay, this, yeah, here I really wished I would have played the English version, because I bet the original English dialogue would have been hilarious. But, die Tür ist verschlossen. Yeah, you can't have everything. Die Tür ist verschlossen. Okay, do I actually need to physically use the key? Ah, yes, I do. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer. Okay, we are not in Mr. Molin's room, but in some room. Let us, yeah, search it. Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. We could try to hide in there. If there was a reason for it, there was something that we can operate. Ah, it's just the. Okay. Außer einem schwach. Yeah. There's. There's something. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Well, I don't suppose we're actually interested in this room, but there is a window that we can open. Okay, this is getting a bit dangerous now. I actually did something like this when I was a kid, so. And I even think it was about this high. Wenn ich wollte, dass meine Schienbeine meinen Ohren guten Tag sagen, würde ich springen. Mama Stoppard hat aber keine Selbstmordkandidaten aufgezogen. Okay, the eeriness of the music clearly indicates that this is the room of Khan. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Indeed he is. But maybe inside this bed? Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. There's something. Die Taschen seiner Hosen sind leer. Die Taschen seiner. So there's nothing. Okay, there is nothing inside his bed. There's nothing in his night drawer. Okay. Das Bett ist frisch. There only seems to be his jacket. Die Taschen seiner Or his pants, well, okay.
Okay, when we'll come back, folks, well, we'll figure out what to do, and it might get dangerous. We might in fact die, so until next time, folks, until then.